Seit 1818 wird hier in dieser Mühle Korn gemahlen. Korn heißt hier im Emsland immer Roggen. Die Bauern aus der Umgebung brachten das Getreide hierher. Und die Erträge auf so den Feldern waren natürlich auch nicht so hoch wie heute. So ein paar Doppelzentner auf dem Hektar. Mehr nicht, also nicht 40, 50, 60 Hektar wie heute. Auf Sandwegen hierher. Und dann, die Säcke waren etwas größer. Es waren 2-Zentner-Säcke. Die mussten dann reingetragen werden in die Mühle. Und ja gut, die Knechte konnten das eigentlich ganz gut. Und das Getreide, die Säcke wurden dann hochgezogen durch den Sackaufzug. Funktioniert mit Wind, mit Drehung oben des Stirnrades. Und wurde dann das Getreide in den Trichter gekippt. So, und dann konnte, je nachdem wie fein der Müller das vermahlen wollte, konnte er jetzt die Höhe des Steines mit dem Rad hier festlegen. Also für Kuchen wurde etwas feineres Mehl benutzt und für das normale Brot, dann hat man eben ein Vollkornmehl gemacht. Wenn der Wind gut war, dann schaffte der Müller durchaus 10, 12 Doppelzentner. Und allerdings durfte keine Böe kommen, denn so bei 15 bis 20 Umdrehungen ist die Mühle an ihrer Grenze. Ne? Wenn da so eine Böe kommt mit 30, also das hat sie nicht gern, da es wirklich alles noch aus Holz war. Das Getreide, das Mahlgut, wird dann zwischen den Steinen herausgeschleudert und fällt dann hier nach unten in einen Sack. Und dann konnten das die Bauern dann entsprechend wieder abholen, wenn das alles gemahlen war. Also wir bauen das Getreide selbst an. Hier die Gemeinde hat ein Grundstück gekauft und in dem Wechsel mit Getreide, Kartoffeln wird dann das Getreide mit alten Maschinen dann auch entsprechend geerntet. Das trockene Getreide wird dann schön gedroschen, auch in einem alten Dreschkasten, angetrieben von einem Treckermotor. Und dann hierher gebracht und gemahlen. Häufig sind dann ja auch Kinder dabei und um die geht es uns auch letztendlich, dass die alten Techniken von früher kennenlernen und wissen, wie schwierig das war für ihre Eltern, Großeltern, das Brot täglich auf den Tisch zu bringen. Der Hilter Berg, auf dem wir uns hier befinden, trägt natürlich eine Windmühle. Bis vor einer halben Stunde war es hier noch absolut windstill und jetzt so nach Mittag fängt dann an, der Wind hier zu blasen und theoretisch könnte man jetzt also hier die Segel aufziehen. Dazu muss man natürlich in die Flügel steigen und die Segel setzen. Bei allen vier Flügeln ist das schon ein Aufwand, der so 20 bis 40 Minuten dauert, je nachdem. Und man muss schwindelfrei sein. Das ist Voraussetzung. Ich habe bisweilen, wenn ich an meiner Mühle im Landkreis Nienburg die Segel setzte, dann da oben die Leinen in die Klampen gehängt. Und dann musste der Bauer, der unten auf dem Traktor saß, weggucken, weil der beim Hochgucken schwindelig wurde. Also es ist schon ein ziemlicher Aufwand. Müllerei war kein so ganz einfaches Geschäft. Die ganz schweren Sachen, wie das Schleppen der 2-Zentner-Säcke, und das mussten ja meistens die Müllerknechte machen, die Gesellen.
Auch hier das Segelsetzen macht meistens die Gesellen, während der Müller am Mahlgang stand und das Korn aufschüttete und unten dann das Geld kassierte. Die Hiltermühle steht auf dem Hilterberg. Das ist einer der wenigen Hügel im Emsland und logisch, da musste natürlich eine Mühle stehen, eine Windmühle stehen. Im Emsland gibt es natürlich noch mehr Mühlen, Papenburg beispielsweise, in Werte und an anderen Orten, Emsbüren. Dort sind die Mühlen wesentlich größer als diese hier. Die hat vielleicht eine Höhe bis zur Kappe von, sagen wir mal, 7 Metern höchstens. Dort sind die Mühlen, beispielsweise die Meiersmühle in Papenburg, ja, bis zur Kappe über 20 Meter, über 30 Meter hoch fast. Warum? Weil die Flügel sich über den Dächern der umliegenden Häuser drehen mussten. Denn sonst kam da kein Wind dran. Diese Mühle hier ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in dieser Form gebaut worden. Aber vorher gab es hier natürlich Bockmühlen. Bockmühlen haben nur eine relativ kurze Lebensdauer, sind ganz aus Holz, extrem blitz- und sturmgefährdet. Und bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind die als erstes mal abgefackelt worden. Man ist bei Kriegen im Mittelalter als erstes an die Mühlen gegangen, weil man dann die Bevölkerung praktisch drangsalieren konnte. Wenn die keine Verpflegung kriegten, dann war auch die Widerstandskraft sozusagen gebrochen. Ja.